Im Grunde ist das eingetreten heute, was zu fürchten war. Wenn die Amerikaner Feiertag haben, nämlich den Labor Day, dann passiert nicht so wirklich viel. Wir sehen den DAX in einer Handelsspanne von um und bei 50 Punkten, auch andernorts Euro, Dollar etc. fällt nicht wirklich eine Entscheidung. Man tritt also auf der Stelle. Deswegen haben wir vielleicht mal kurz Zeit, heute ausnahmsweise jenseits der Kurse uns ein paar Dinge anzuschauen. Vorwiegend über die USA, über die Bewertungen der Aktienmärkte in den USA, über ökonomische Kennzahlen in den USA, die vielleicht ein Schlaglicht werfen darauf, warum die US-Indizes auf Allzeithoch notieren, so wie der Nasdaq, so wie der S&P 500, was da eigentlich los ist und welche Relation da steht, welche Bedeutung das hat und ob das gerechtfertigt ist. Und wie man das vielleicht einordnen könnte. Wir starten mal mit den beiden Aktien, die derzeit ja sozusagen alles dominieren. Das ist auf der einen Seite Amazon hier oben und Apple hier unten. Ohne diese beiden Aktien wäre sicherlich der S&P 500, wäre auch der Nasdaq 100 nicht auf neue Allzeithochs gestiegen. Denn wir sehen doch relativ eindeutig, dass die Marktbreite fehlt. Wir haben im S&P 500 11 Sektoren. Verschiedene Sektoren wie Healthcare, wie Telecommunication und so weiter und so fort. Davon sind nur zwei auf neuen Allzeithochs, neun sind es nicht. Zum Beispiel auch Semiconductor-Werte etc. Also es sind wenige Tech-Werte, die das Ganze hier treiben. Wenn man sich mal anschaut, welche Aktien im Nasdaq 100 oder wie viele Aktien im Nasdaq 100 auf neuen Allzeithochs sind, dann ist das auch sehr, sehr, sehr gering. Das heißt, das ist ein nicht wirklich breiter Markte, den wir hier sehen, jenseits der Volumina, die ohnehin sehr, sehr schwach sind. Schauen wir uns mal in Sachen Bewertung folgenden Chart an, den ich interessant finde. Das ist der Wilshire 5000 Index im Vergleich zum GDP, also zum Bruttoinlandsprodukt der USA. Dieser Wilshire 5000 ist ein künstlicher Index, wenn man so will, wo die wichtigsten Werte der USA, alles was in den USA an Aktien gehandelt wird nach Marktkapitalisierung, ist in diesem Index, außer kleinere Werte. Da gibt es bestimmte Definitionskriterien, die ich jetzt hier nicht ausführen will und muss. Und hier sehen wir die Relation zum BIP der USA, nämlich zum vierteljährlichen nominalen BIP der USA. Und da sehen wir, da haben wir hier einen Hoch erreicht im Jahr 2000 bei 136,9%. Dann kam das Platzen der New Economy Blase, sind wir runter auf 72,9%, sind dann nochmal hochgegangen, kurz vor Platzen der Immobilienblase in den USA bei 105,2%, dann kam der Absturz auf ein neues Tief, 56,8%, und jetzt sind wir bei 138% und damit höher, als wir es auf dem Hochpunkt der Dotcom-Blase waren. Das heißt, im Vergleich zum BIP der USA sind die Unternehmen extrem hoch bewertet. Historisch gesehen muss nicht bedeuten, dass die Bewertungen noch weiter steigen. Der S&P könnte bis zur 3000er-Marke steigen, also nochmal 100 Punkte, nochmal 140 Punkte, nochmal 5-6% drauflegen. Ist jederzeit möglich, zeigt hier nur die Relation an, was eigentlich in Sachen Bewertung, in Sachen Maßstäbe hier der Fall ist. Wir gehen mal weiter und schauen uns weitere Statistiken an. Hier zum Beispiel, das ist ein Chart, der eine gewisse Gefahr für Donald Trump bedeutet. Das sind nämlich die Löhne. Abgezogen der Inflation, also Löhne minus Inflation, und wir sehen seit dem Jahr 2015 geht es im Grunde bergab mit den sogenannten Reallöhnen, das heißt die Leute verdienen zwar mehr Geld als vorher, aber das hilft ihnen nichts, weil die Inflation höher ist als ihre Lohnzuwächse. Dementsprechend sind wir im Jahr 2018 jetzt in den letzten Monaten sogar negativ, das heißt die Reallöhne sinken, und das ist für Donald Trump ein gefährlicher Chart, denn das bedeutet, dass nicht wirklich viel bei den Amerikanern hängen bleibt. Ja, sie haben ein Steuergeschenk bekommen, die Privatleute, je reicher, umso mehr. Vor allem aber die Unternehmen haben ein Steuergeschenk bekommen, und das sehen wir auch in diesem Chart besonders gut. Nämlich hier sehen wir praktisch die Profite vor Steuern. Der rote Chart der US-Unternehmen, und das sind die Steuereinkünfte der USA aus Unternehmenssteuern, und wir sehen, ja, wir sind hier einigermaßen gut, was die Unternehmensprofite angeht, da sind wir durchaus auf solidem Niveau, aber etwa seit dem Jahr 2016, 2017 kollabieren praktisch die Steuereinnahmen der USA durch Unternehmenssteuern, kein Wunder angesichts dieser wundersamen Steuerreform, aber selbst wenn wir uns mal
die ganze Geschichte in einer anderen Relation anschauen, nämlich wie schaut es aus mit den Unternehmensgewinnen im Vergleich zum BIP der USA, dann sehen wir, auch hier waren wir unter Obama deutlich höher, nämlich so im Jahr 12/2013 hatten wir da ein Allzeithoch erreicht, nachdem es bei der Finanzkrise ja massiv nach unten gegangen war. Jetzt sprudeln die Unternehmensgewinne, aber dieser Chart ist nicht auf Allzeithoch, was das BIP betrifft oder in Relation der Profite der US-Unternehmen im Vergleich zum US-BIP. All das sind so ein paar Kennzahlen, dass man sehen kann oder vielleicht mal einen Einblick haben kann, dass die Dinge doch ein bisschen extrem sind derzeit. Das bedeutet nicht, nochmal gesagt, dass sie noch extremer werden. Man sollte nur allerdings wissen, dass man eben hier auf dünnem Eis hantiert, dass die Dinge durchaus mal schnell aus dem Ruder laufen können. Abschließend noch ein kurzer Gang doch durch die Charts, also in die Kurse, nicht jenseits der Kurse. Wollen wir nochmal schnell reinschauen, was wir hier haben. Ist der DAX, den ich zeigen wollte, 12.340, enge Range, so in den letzten Minuten nochmal 10 Pünktchen nach oben gemacht. Schwamm drüber, hier ist nichts entschieden, hier wird es darauf ankommen, was wird mit China passieren, wie wird die Geschichte mit Kanada ausgehen, in Verhandlungen in den USA, Kanada, wir sehen, die US-Märkte können wir uns schenken, wir sehen Euro-Dollar hier bei 1,1622, auch nicht viel bewegt. Interessant hier die 10-jährige italienische Anleihe, nachdem ja die Italiener doch sehr an die Schmerzgrenze der Neuverschuldung gehen wollen und gesagt haben, wir werden das Grundeinkommen realisieren, das man seinen Wählern versprochen hatte, das aber sehr, sehr viel Geld kostet. Wir sehen das britische Pfund unter Druck nach schwachen Einkaufsmanager-Indizes, nach der Sorge, dass die Geschichte doch auf einen harten Brexit hinausläuft. Jetzt, wenn man Mark Carney, den Notenbankchef, überreden, doch noch länger weiterzumachen. Aber der sagt, weiß noch nicht so genau. Wir haben die türkische Lira heute bei 6,64, auch wenig verändert. Dollarindex hat diesen Widerstand hier überwunden im Bereich der 94,80er, 95er Marke. Und abschließend noch schnell Gold 1201, Silber 1450 und die Öle 70, das Crude. Und 78 das Brand. Das soll es erstmal gewesen sein. Ein kleiner Schnelldurchlauf, mal ein kurzer Blick hinter die Kulissen jenseits der Kurse. Ich hoffe, Sie haben einen schönen Feierabend. Bis dann, ciao.